Ja, hallo und willkommen zurück bei Nachtmastraum hier mit Kingdom Come. Ich bin wieder an der Mühle, habe gerade mal den Ring abgegeben. Jetzt möchte ich wieder mit Müller Peschek reden. Weiter kann ich noch ein bisschen mehr in Schlösserknacken und Taschendiebstahl unterrichten und ja, mach mal Schlösserknacken. Ich glaube, das habe ich zwar schon gemacht, aber na Gott, was soll's, ne? Auf ein neues. Versuche, die Truhe zu öffnen. Okay, genau dasselbe habe ich schon mal gemacht. Nimm den Dietrich in die rechte Hand und ertaste damit die Zuhaltung des Schlosses. Willst du Hast mich du? verarschen? Gut. Jetzt drehst du das ganze Schloss mit der Klinge. Aber lass die Zuhaltung ja nicht los. Sonst verkackst du's. Du musst von vorne anfangen. Aus dir wird wohl Entriegelt. doch noch was, Heinrich. Aber merk dir eins. Diese Truhe ist nur zum Üben. Bei richtigen Schlössern musst du auf den Dietrich aufpassen. Versuch's noch ein paar Mal und dann viel Glück bei der Feuertaufe. Sie ist doch offen. Probier's an der Truhe nochmal. Die ist ein bisschen schwerer. Und trotzdem geschafft. Hey, Verband. Nimm bitte mit den Verband. Danke. Und den Hirschschläger auch. Den Knüppel kannst du behalten. So, wieder zurück zum Händler, zum Peschek-Händler, ne? Wo ist er denn hin? Hat er sich in Luft aufgelöst? Ah, da läuft er ja. Und hat die Mütze wieder despawned. Du kannst noch Taschendiebstahl beibringen. Würdest du mir etwas übers Müllers Handwerk beibringen? Also wie ich Dinge aus fremden Börsen in meine eigene befördere? Ja, warum nicht? Du bist findig. Das wirst du schon hinbekommen. Komm mit mir hinter die Mühle, dort sieht man uns nicht. Dann geh. Das ist schon interessant, das noch zu erfahren. Der Löwenkopf da unten links, der Buff vom Badehaus, der ist schon cool. Das Symbol allein. Hey, ich habe gevögelt, ich bin ein Raubtier. Brrr. Los geht's. Ich bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Schleich dich an, ohne dass ich dich sehe. Und nimm etwas aus meiner Börse. Du musst die Börse richtig durchsuchen. Je länger du es unentdeckt schaffst, desto eher findest du etwas Wertvolles. Allerdings wirst du dann auch eher entdeckt. Hast du etwas gefunden, was du willst? Zieh es vorsichtig raus. Aber schnell genug, damit ich es nicht merke. Klau mir meinen Dolch. Er ist da drin, vermischt mit anderen Dingen. Okay. Hab dich! Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Hab Weiß dich! gar nicht, was ich tun soll. Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache. Ich bleibe hier stehen und tu so, als wüsste ich nicht, dass du da bist. Ja, ich du weiß. Musst die Börse. Hast du? Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, richtig? Ich muss mal das Ich Hilfemenü bleibe aufmachen. hier. Komm, hör auf zu labern mit mir. Ich will dich nur beklauen. Hab dich! Ich verstehe Wäre es das nicht. echt gewesen, hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Hab dich! Wäre das echt gewesen, hab dich! Ja. Wäre das echt gewesen, hab dich! Sobald ich X Wäre das loslasse, echt ist. gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Hab dich! Mist, das geht Wäre echt das schnell! echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal!
Mist. Eigentlich muss man nur warten. Was geht denn das? Warum geht er mal aus dem Menü raus? Hab dich! Mist! Wäre das echt gewesen? Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Nochmal! Ich will raus! Hab dich! Ah, ich muss da noch. Ah, jetzt hab ich's! Hab dich! Ich muss dann schon noch auf das Raus-Symbol gehen. Nochmal! Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache. Hab dich! Wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. Okay. Nochmal! Ist schon kompliziert, das da. So geht's. So ist es gut. Hab kaum gemerkt, dass du da bist. Du bist bereit, es draußen zu probieren. Übe am besten an Betrunkenen oder Schlafenden, damit du nicht sofort im Gefängnis landest. Danke, Peschek. Gern geschehen. Und jetzt gib mir meinen Dolch zurück. Ne. Cool, das war schon interessant. Aber du kannst mir doch noch ein bisschen mehr beibringen. Übung. Schlösser knacken. Das heißt, du kannst Schlösser knacken. Würdest du mich unter... Selbstverständlich. Ist doch bestimmt als... Ah, etwas fortgeschritten. Da fordert Stufe 5. Ich möchte über die Grundlagen hinaus. Willst du nicht zuerst die Grundlagen erlernen? Mist. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut. Aber nur gegen Silber. Ja, komm. Also, pass gut auf. Ja, und jetzt? Ja. Achso, der hat mir das nur so beigebracht. Ah, und dann ist schon vorbei. Kannst du mich im Taschendieb? Selbstverständlich. Dann ist, gut. Ich möchte die Grundlagen festigen. Gut, aber nur gegen Silber. Also, pass gut auf. So verbessert man das dann. Ah, jetzt habe ich es auch gecheckt, wie das mit dem... mit den Fertigkeiten kaufen funktioniert. Habe ich ja Taschen oder Schlösser knacken? Jetzt bin ich eins besser. Aber immer noch nicht gut genug, um hier einen Bonus auszuwählen. Weder beständiger Dietrich noch Glück des Trunkenbolls, geschickte Händchen. Beim Knacken von dem findet sich der Startpunkt näher am Ende des Schlosses, wodurch es sich leichter öffnen lässt. Okay. Aber bringt mir jetzt gerade nichts. Aber ich habe hier irgendwo noch was bekommen. Irgendwo habe ich hier noch einen Stern. Jetzt frag mich nicht wo. Schwert ist es nicht. Streitkolben kann es auch nicht sein. Stärke. Agilität. Vitalität. Redekunst. Dass man das nicht sieht, wo der Stern ist. Weil man es nicht angezeigt bekommt, ne? Ich habe keine Ahnung. Drauf geschissen. So. Wohin jetzt? Wohin genau? Mein Pferd ist ja weg. Aber ich wollte noch hierhin. Das ist ein weiter Weg. Zu Fuß. Was bleibt mir ja natürlich nichts anderes mehr übrig jetzt, als zu Fuß. Aber hast du nicht noch? Das muss gerade handeln. Kannst du überhaupt mit mir handeln? Doch, kann er. Er hat ja auch Hehlerware. Er muss auch mit mir handeln können. Erzähl mir von dir, kann ich was fragen? Gespräch beginnen. Ich möchte noch einen Diebstahl probieren. Wie du willst. Naja. Ich bleibe hier stehen und tu so. Kann jetzt schaden. Klau mir meinen Dolch. Dim, 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 dim.
bin nicht da. Ich bin nicht da. Du siehst mich nicht. Ich bin nicht da. Hab dich! Och, was wäre das echt gewesen, würde ich jetzt nach der Wache rufen. No. Hab dich! Ist das dein Ernst? Ich hab noch gerade umgelaufen. Jetzt merkt er mich nicht. Kann man sich viel Zeit ansparen, ne? Ich schaff's. Boah, nicht so schwer. Wenn man es mal raus hat, geht's. So ist es gut. Über am Bett. Danke, Peschek. Gern geschehen. Aber jetzt kann ich trotzdem hier keinen Trank oder so kaufen bei ihm. Ich wollte noch einen Speichertrank kaufen. Wäre vielleicht gar nicht so unpraktisch gewesen. So muss ich jetzt den weiten Weg zu Fuße gehen. Was soll's. Mein Pferd wurde mir weggebackt. Zumindest ist es nicht mehr im Badehaus. Danke, Gerber. Sei mit dir, Hein. Lass mich mal gucken, was du so hast. Gerber, Frau. Gott behüt dich. Nur ist schon klar, ne? Ich gehe noch einmal da hoch gucken, ob die nicht mein Pferd irgendwo geparkt haben. In der Zeit, wo ich... Keine Ahnung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das getan haben. Weil es hat nämlich hier vor dem Tor gestanden. Kaum zu übersehen. Und dann war es weg. Puff. Schrecklich, oder? Dass die einfach so mein Pferd klauen. Also es gibt nur noch Gesindel auf der Welt. Hep. Hep. Nur noch Gesindel. Jedenfalls mache ich mich jetzt auf den Weg da hinten zu den Vögelchen. Ich sage Vögelchen-Quest mal. Die Lerchen oder was? Irgendwelche Viecher halt, vor allem irgendwelche Flatterviecher fangen soll. Und da hinten ist aber noch ein Banditenlager. Abermals hatten wir ja erst. Den will ich noch ein bisschen in Chaos machen. Du hast einen interessanten Ort entdeckt. Hier. Was ist hier so interessant? Die Steine. Ah, das war so ein... Ein geschnitzter Pfahl war das. Also ein Baum, der weggeschnitten... Oder ein Stein... Ja, aus wie ein Baum, ne? Okay. Weiter geht's. Hier, was ist denn das da hinten? Da hinten ist irgendwas. Okay. War mal ein Banditenlager. Bin ich mal ziemlich sicher. Ein Räuberversteck. Kann man zumindest schlafen. Nicht besonders gut, aber schlafen. Könnt ihr in dem Spiel so ein schönes Leben als Halunke führen. Bis ich einmal gehängt werde. Hm. Boah, es zittert immer so. Ha. Langsam habe ich den Dreh raus. Hier sind richtig teure Sachen hier drin. Cool. Lohnt sich tatsächlich durch die Pampa zu rennen und Kisten zu suchen. Ich hätte mich in dem letzten Räuberversteck, wo ich war, auch mal umgucken müssen. Da war bestimmt auch so eine Schatzkiste, die man aufbrechen konnte und dann tolle Reichtümer entdeckt hat. Wie weit ist es dann überhaupt noch? Ich
laufe. Ah, noch einen Fluss überqueren, dann bin ich da. Da vorne ist aber noch irgendeine Art Lager oder so. Also Holzfäller wahrscheinlich sind da vorne. Jetzt mal von dem Bild gesehen, aber okay, kann mich auch irren. Er wurde auf jeden Fall geholzfällert. Doch, hier ist ein Lager. Du hast entdeckt. Bauch vollschlagen. Hi. Köder. Ach, die Köder sind hier. Die machen hier Holzkohle. Und jeder kennt mich. Die wollen alle nicht mit mir reden. Ich mich einfach hier hinlegen kann, mal so ein Stündchen. Das wäre doch mal cool. Einfach mal schön 2 Stunden knacken mit denen in ihrem Bett. Interessiert mich halt jetzt, ob das geht. Deshalb mache ich das einfach, ob jetzt einer gleich noch kommt, mich rausschmeißt. Ich habe noch so viel zu lernen in dem Spiel. Und aufwachen. Wann kriege ich jetzt Ärger? Haut mir jemand in die Fresse? Scheinbar nicht. Ich bin überfressen, ja. Und wie ich überfressen bin. Hat er sich in sich reingewirkt? Schwimmen kannst du ja, ne? Ich kann nicht schwimmen. Ne? Ach, kann nicht schwimmen. Wie komme ich dann da drüber? Muss mir erstmal noch eine Brücke suchen. Verflucht! Hier gab es anscheinend mal sowas wie eine Brücke, aber. Oder zumindest mal. Ach komm schon, Junge, so tief ist das doch nicht. Ne, er kommt nicht rüber, er kann nicht schwimmen. Hm. 3 Forellen. Jetzt weiß ich nicht, wie ich über das Wasser drüber kommen soll. Jetzt muss ich mir erstmal einen Weg hier drüber suchen, über den Fluss. Das wird gar nicht so einfach sein. Ich sehe meilenweit keine Brücke. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich ärgerlich. Wenigstens ein Boot vielleicht irgendwo finden würde. Ach, ist ja klar, dass man irgendwo mitten in der Pampa ein Boot findet. Also, hey, da liegt ein Boot. Kann der nicht schwimmen? Na gut, okay. Heute jemanden zu finden, der nicht schwimmen kann, ist schwer, aber nicht unmöglich. Und zu der Zeit wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher. Naja. Wenigstens werde ich so lange keinen Hunger leiden in nächster Zeit. Da kommt keine Brücke auf. 5000 Meter Distanz nicht. Ganz da hinten ist im Norden ist eine Brücke, also an der Müllers, ne? Toll, hätte ich da den Fluss überqueren müssen, an der Mühle, dann wäre ich auch rübergekommen. Ich bin so vollgefressen, dass ich nicht richtig sprinten kann. Nee, in der Richtung wird nichts mehr sein. Ich gehe jetzt mal, weil ich schon am Laufen bin, gehe ich mal zum Ende der Welt. Wird mich jetzt kommen. Gleich. Und dann muss ich mich eben zurück teleportieren.
Ich kann jetzt nicht weg. Ich habe Verpflichtungen. War klar. Naja, wenn man wenigstens am Ende der Welt angekommen. Ich kann nur hier an der Mühle über den Fluss. Da ist die einzigste Brücke. Von da muss ich außen rumlaufen. Und das wird jetzt dauern. Das wird ein wenig dauern. Bis ich da ankommen bin, werde ich sehr müde sein und sehr hungrig sein und habe meine ganze Zeit verschwendet. Weil es ja klar, dass dann langsam von der Brücke ist. Ne? Wie ganz lang, wie extrem langsamer ist. Wenn er jetzt mal wieder auf dem Weg angekommen ist, geht es ein bisschen schneller. Querfeld ein, dauert immer wohl weitaus länger. Aber wirkt sich schon in Zeitlupe. Nee, er bewegt sich auch nicht schneller, wenn er auf dem Weg ist. Jetzt muss man bedenken, wenn man den Maßstab der Karte nimmt und die Zeitspanne, die er benötigt, um den Weg zurückzulegen, da ist er schon arschlangsam. Also dann, so groß ist die Karte nämlich nicht. Also so groß ist, man bedenkt, das ist das Haus, ne? Braucht er fast 10 Minuten, um von der Einfahrt zum Galgenhof an dem Haus vorbeizugehen, braucht er ja, eine Dreiviertelstunde, eine Viertelstunde, ne? Das ist schon ein bisschen arm. Aber hätte ich mal ein Pferd, ist nicht so schlimm. Und Schnellreisen ist das doch eigentlich nicht. Also es ist eher so gemütliches Reisen. Aber er ist noch satt und hat noch Energie. Ich bin ja schon ein bisschen stolz auf ihn. Muss ich mal bedenken, was ich bis jetzt erst erkundet habe. Das ist gar nichts. Ein Bruchteil, 1% oder so von der ganzen Spielwelt, wenn überhaupt. Hat man nicht mal das Radteil komplett angeguckt. Da gibt es auch noch in der Hauptquest noch so viel zu erledigen. Wahnsinn. Das wird mich noch lange beschäftigen, das Spiel. Und jetzt sind wir endlich da um 3 Uhr morgens. Sind wir angekommen. Hau ich mich noch aufs Ohr, verliere meinen Tiger-Bonus. Ich kann nicht mitten in der Nacht weitergehen. Sie hat gesagt, ich kann mich jederzeit hier hinlegen. Und dann warten wir, bis es wieder hell wird. Da ist man wenigstens wieder ausgeruht und fit. Eine Stunde noch, oder zwei, eins, komm, hoch mit dir. Spiel gespeichert. Wenn er fest schläft, speichert er immer. Aufstehen bitte. Hau dir noch was rein. Hauptsache, er ist satt. So, dann gehen wir den Weg links rum. Über die Brücke. So, wie ich es gleich hätte tun sollen. Aber ein Nachtmach geht immer den direkten Weg. Mit dem Kopf durch die Wand. Würde er schwimmen können, wäre es alles kein Problem. Da hinten ist aber ein Pferd. Hier ist eine Kuh. Das ist ein Rindvieh. Ein Pferd. Ja gut, okay, drauf reiten kann man bestimmt auch, aber... Kann ich auf der Kuh reiten? Brauche einen fahrbaren Untersatz. Wuff, wuff. Warum sehen eigentlich alle Hunde gleich aus? In dem Spiel. Ich meine, es gibt bestimmt mehr als eine Hunderasse, da bin ich mir ganz sicher. Ach, sie suchen Streit. Nö, ne? Ist nur ein Wanderer. Genau wie ich. Karte checken. Na, ist ein weiter Weg darum. Ist ein sauweiter Weg. Ich will es ja so haben. Ohne Pferd.
Ohne Ponypack. Wenigstens stimmt die Kompassrichtung. Ich weiß ja, ich sollte mich vielleicht ein bisschen mehr umschauen beim Laufen, also nicht nur durchlaufen, sondern auch mir alles links und rechts angucken. Aber ich bin mir sehr sicher, ich komme hier noch so oft vorbei, immer und immer wieder, dass ich das nicht so wirklich benötigen werde. Ich bleibe hier am oberen Rand des Flusses. Weil es sollte da hinten im Gebirge, da so in die Richtung, wo jetzt der gelbe Punkt ist, da müsste es sein ungefähr. Ist wahnsinnig weit zu laufen. Gut, dass wir uns vollgefuttert haben. Und erinnert mich daran, dass ich mir ein Pferd kaufe. Also ein festes Pferd, das ich immer rufen kann. Das direkt, wenn ich pfeife, angesprintet kommt. Vorne ist ein Hütchen. Die Köhler wieder, ne? Nee. Oder? Diesmal sind das keine Köhler. Das sind. Das ist ein Lager, das sind Holzfäller. Das sind jetzt Holzfäller. Aber sind fast da. Ich sollte hier rasten. Ja, ich sollte hier rasten. Ist, denke ich, besser, wenn ich hier ein Päuschen einlege. In der Hoffnung, dass das Spiel auch speichert. Wenn ich nämlich gleich in das Plündererlager reinspaziere und das Spiel hat nicht gespeichert, könnte ich wirklich richtig Ärger bekommen. Ich weiß, okay, mein Charakter, der schläft mehr, also arbeitet, aber okay. Was soll's? Auf mit dir. Ja. Hat das Spiel nicht gespeichert, na super. Ich will nicht stehen, ich will mich mit dem eigentlich unterhalten, aber geht nicht. Ah, mit dem geht's. Guten Tag, wie kann ich helfen? Wegen Rattai, toll. Kann nur über Rattai und so reden. Gut, dann muss ich es halt doch so probieren. Auf die harte Tour. Sitzen schon zwei im Gebüsch, ne? Gefällt mir gar nicht. Kommt nur her. Ich schläg's nicht auf, du Bauer. Oh, die haben ihre gekillt, die zwei. Nein, weil ich jetzt nicht aufgepasst habe. Ich habe es noch schön gesehen und bald stehen. Und da machen die mich Essig. Verdammt nochmal. Wo hat denn das Spiel jetzt zuletzt gespeichert? Bestimmt am Ende der Welt. Ah, ich muss bestimmt den ganzen Weg nochmal ablaufen. Dann kriege ich die Krise. Ich lasse mich da einfach übertölpeln von denen. Und wo bin ich? Ja, war klar. Ach, so klar. Ich brauche Speicherschnaps, bevor ich das nochmal angehe.
Also, verschieben wir auf den nächsten Part. Ich gehe mir erst Speicherschnaps kaufen. Dann gehe ich den Bibel. Das macht mir sonst gar keinen Sinn, die Lauferei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye.